Ja, hallo. Ich war die letzten Wochenenden viel fliegen, habe viele neue Manöver ausprobiert und teilweise auch gelernt, vor allem den asymmetrischen Satt über verschiedene Einleitungen. Das Video hier ist vom ersten Wochenende, das heißt vor allem viele kleine Fehler, Missgeschicke und Versagen und wenig informativ, aber dafür wahrscheinlich umso lustiger, um sich zurückzulehnen, zu entspannen und über die Fehler zu schmunzeln. Ja, und was wir hier gerade gesehen haben, war mein allererster Versuch, einen asymmetrischen Satt einzuleiten. Und zwar über eine Spirale. Das heißt, man spiralt an, um die Energie, die Geschwindigkeit aufzubauen, die erforderlich ist, um den Satt zu kommen. Dann stellt man den Schirm wieder leicht auf durch Anbremsen und Gewichtsverlagerung. Dann zieht man ihn relativ zügig in den Satt herein und ist theoretisch in einem wunderschönen asymmetrischen Satt. Das Problem war hier, dass ich auf der einen Seite sehr zügig gezogen habe, auch ohne auf den Schirm wirklich zu achten, auf der anderen Seite ja, vielleicht auch nicht schnell genug war zu dem Zeitpunkt, an dem ich gezogen habe. Auf jeden Fall habe ich auch nicht in den Schirm geschaut und insgesamt ist das Ganze dann in einem Fullstall geendet und von da eine Ausleitung. Natürlich kann man nicht nach dem ersten gescheiterten Versuch aufgeben und so habe ich dann auch weitergemacht. Ich hatte danach noch einen weiteren Versuch aus der Spirale heraus, auch wieder unerfolgreich. Und habe dann beschlossen, dass ich es jetzt über die Wingover versuche. Einfach als alternative Art und Weise die Geschwindigkeit aufzubauen. Das heißt, erst den Wingover rein und dann aus dem Wingover heraus den Satt ziehen. Aber wie man hier sehen kann, war das dann auch wieder nicht von Erfolg gekrönt und war mir auch persönlich ein bisschen zu wild. Man hat ja dann doch noch ein bisschen mehr zu tun beim Wingovern als beim Spiralen. Und so habe ich mir das dann für später aufgehoben und wieder mit dem Spiralen weitergemacht. Und wie vielleicht fast schon zu erwarten war, das Spiralen hat dann auch nicht sofort zum Erfolg geführt. Dieser Versuch hätte fast funktionieren können. Wenn man sich anschaut, bis wohin ich angebremst habe, um in den Satt hereinzuziehen, dann sieht man ganz eindeutig, dass da einfach mit zu viel Schwung und auch viel zu weit angebremst wurde. Das heißt, der Schirm wurde halt direkt abgerissen. Außerdem habe ich halt auch nicht in den Schirm geschaut. Das heißt, ich hätte in dem Moment auch gar nicht sehen können, dass ich ihn gerade abreiße. Und so war es dann halt wieder ein unerfolgreicher Versuch. Ja, und dieses Mal habe ich zwar nicht zu stark angebremst, aber dafür zu spät angebremst. Der Schirm war schon komplett aufgestellt, hatte seine Geschwindigkeit mehr oder weniger verloren und dementsprechend hat es dann auch nicht geklappt, in einen Satt reinzukommen. Naja, und in 2 Tagen Fliegen gab es natürlich noch weitaus mehr Fails als die, die ich jetzt gezeigt habe. Aber for the sake of brevity springen wir mal direkt zum ersten Mal, wo es klappt. Aber nach dem ersten erfolgreichen Assi-Satz war das Wochenende natürlich noch nicht vollkommen ausgereizt und ich durfte mir noch von meinem Freund Tim seinen Blackout, einen Akkuschirm ausleihen und mit dem einmal Manöver probieren. Und geplant war als allererstes einen Satt zu fliegen, den ich dann aber in meiner Aufregung abgerissen habe, unter anderem auch, weil ich nicht in den Schirm geguckt habe, nicht gesehen habe, wie er sich verformt. Und danach durfte ich mir den Schirm nur noch mit dem Versprechen ausleihen, dass ich beim Manövermachen auch in den Schirm gucke tatsächlich und habe danach auch nochmal einen erfolgreichen Satt hingekriegt.